Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 15. Spieltag der Regionalliga Nordost. Unser FC Rot-Weiß Erfurt trifft am Sonntag, den 10. November um 13 Uhr auf den FSV Luckenwalde im Werner-Seelenbinder-Stadion. An meiner Seite heute unser Cheftrainer Fabian Gerber und Torhüter Pascal Manitz. Fabian, mit Luckenwalde erwartet uns zwar das Tabellenschlusslicht der Liga. Gegen Jena konnten die Brandenburger allerdings beweisen, dass sie auch mit spielstarken Gegnern mithalten können. Was erwartest du vom Spiel? Ja, wie immer, hallo in die Runde. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, du hast angesprochen, uns erwartet auf jeden Fall wieder ein schwieriges Spiel, wie so oft in dieser Liga. Luckenwalde überhaupt nicht zu unterschätzen, ist klar. Auch wir sowieso nicht als Rot-Weiß Erfurt. Wir wissen, wie es ist, mit kleinen Mitteln zu kämpfen und das Beste draus zu machen. Und das versucht Luckenwalde auch, ja, jede Woche aufs Neue oder jede Saison auch aufs Neue mit wenig Mitteln in dieser schwierigen Liga mitzuhalten und am Ende auch die Klasse zu halten. Du hast angesprochen, letztes Spiel gegen Jena, kurz vor Schluss erst den Ausgleich bekommen, hätten das Spiel fast gewonnen. Wir aus der Vergangenheit sind auch gewarnt, haben auch letztes Jahr in Luckenwalde eigentlich, ja, sind gut gestartet, ein gutes Spiel gemacht, sind aber dann doch nachher da etwas unter die Räder gekommen und das gilt es zu vermeiden und deswegen ist, ja, gerade in unserer Situation tun wir gut daran, auf dem Boden zu bleiben, jeden Gegner natürlich ernst zu nehmen, müssen wir auch ernst nehmen, gibt gar keinen Grund irgendwie da ja, jemanden nicht ernst zu nehmen oder vielleicht mit ein paar Prozent weniger anzutreten, weil dann geht es definitiv nach hinten los und deswegen, ja, wissen wir, dass es wieder ein schwieriges Spiel wird, ähnlich auch wie das letzte Spiel in Plauen, wo wir auch wieder alles ja, auf den Platz bringen mussten, alles raushauen mussten, um dann Gott sei Dank 3 Punkte mitzunehmen. Und ja, erwarte ein ähnliches, schweres, enges Spiel, auch in Luckenwalde, auch wenn sie mit einem anderen System spielen. Aber trotzdem wird das ein harter Fight. Und ich hoffe natürlich, dass wir, ja, für uns wiederum, wie auch letzte Woche, da ein Erfolgserlebnis erzielen werden und mit was Zählbarem nach Hause fahren werden. Danke dir. Neben dem positiven Ergebnis vom Wochenende hatten wir diese Woche auch positive personelle Veränderungen zu verkünden. Luca Florian hat seinen ersten Profivertrag von uns unterzeichnet aus unserer U19. Ist das so der Weg, den wir jetzt einschlagen und vermehrt auf Talente aus der eigenen Jugend setzen? Ja, auf jeden Fall ist das ein Weg. Hatten ja schon öfters angesprochen, die Thematik, dass wir nicht mit Geld um uns schmeißen können. Deswegen sind wir natürlich immer angewiesen auf ja, junge Spieler, günstige Spieler, teilweise auch aus niedrigeren Ligen oder in dem Fall natürlich sehr, sehr schön, dass wir mit Luca Florian einen aus dem eigenen Nachwuchs davon überzeugen konnten, den Weg dann in der ersten Männermannschaft weiterzugehen. Hat er sich absolut verdient, übers Training auch schon bei uns ja auch zum Einsatz gekommen in der Liga, in Ligaspielen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Weg. Jeder weiß, bei uns trainieren regelmäßig Jungs aus der U19 mit. Also deswegen haben wir wirklich alle Jungs aus der U19 da ja, auf dem Schirm. Beobachten sie in den Spielen oder bei uns natürlich im Training, wo wir uns natürlich einen sehr, sehr guten Eindruck dann von allen Jugendspielern machen können und machen dürfen. Pascal ist ja auch ein gutes Beispiel, sitzt ja auch gerade da, der den Weg aus der Jugend zu uns, zu der ersten Männermannschaft gemacht hat, gefunden hat und die Entwicklung nach wie vor sehr, sehr gut ist. Ja, das macht uns stolz, dass die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs einfach sehr gut ist, auch sehr erfolgreich. Man darf auch nicht vergessen, dass es auch alles erst so ein bisschen im Rollen ist. Vor ein paar Jahren oder vor kurzer Zeit, glaube ich, wurden die Top-Talente auch aus der Jugend immer noch weggeholt von größeren Vereinen. Da war auch noch nicht dieser NLZ-Status vorhanden. Das macht das Ganze etwas einfacher insgesamt und hoffen natürlich, dass der eine oder andere aus der U19 den Weg, den jetzt Luca Florian geht, also sprich einen Vertrag bei uns bekommt, hoffen wir natürlich, dass das der eine oder andere auch noch schafft. Die Türen sind immer offen, müssen natürlich am Ende des Tages klar nach Leistung gehen, aber mir ist natürlich auch immer lieber, wenn wir so viel wie möglich aus der eigenen Jugend einbauen können, als dann irgendjemand anders dazu zu holen. Und deswegen sind die Jungs regelmäßig bei uns dabei. Wir machen uns immer wieder ein aktuelles Bild von ihnen. Sind immer wieder interessante Jungs dabei, egal ob im älteren Jahrgang oder auch schon der eine oder andere aus dem jüngeren Jahrgang der U19. Und deswegen werden wir sie weiter fördern, sie weiter bei uns im Training einbauen
und dann schauen, wer vielleicht noch diese Chance bekommt und sich aufdrängt und es am Ende dann auch verdient hat, dann bei uns einen Vertrag zu bekommen. Danke dir, Pascal. Fabian hat es gerade schon angesprochen. Du bist ja damals auch aus unserer U19 hoch in die erste Mannschaft gekommen, hast deinen ersten Profivertrag bei uns unterschrieben. Wie zufrieden bist du mit deiner Entwicklung? Wie siehst du deine Entwicklung seitdem? Also ich bin ja recht zufrieden. Auch durch die Verletzung im Sommer bin ich wieder gut zurückgekommen. Hab in der Zeit mich gut auch körperlich nochmal entwickelt und jetzt heißt es wieder anzugreifen mit Lorenz vor mir. Ja, ist schwer, weil Lorenz echt gut ist und da darf ich jetzt von ihm lernen und mich hinter ihm weiterentwickeln und dann irgendwann wird meine Chance kommen und die werde ich dann ergreifen. Danke. Wir haben heute auch wieder zwei Fragen aus unserer RWE-Bonuswelt mitgebracht. Also falls ihr in Zukunft auch mal eure Frage auf unserer Pressekonferenz stellen wollt, den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und Thomas wollte gern von dir wissen, Pascal. Du hast gerade schon angesprochen, dass du dich immer weiterentwickeln möchtest. Wie stellst du dir deine Zukunft bei Rot-Weiß vor? Natürlich würde ich gern Stammspieler sein und der Mannschaft auf dem Platz helfen und Rückhalt geben. Und dann gerne noch ein, zwei Ligen höher, je nachdem, wie das auch finanziell in der Zukunft aussieht. Aber auf jeden Fall wird die Zukunft hoffentlich glorreicher sein als jetzt. Und dann dann in der dritten Liga eventuell dann mit Rot-Weiß spielen. Danke dir. Fabian, für dich haben wir auch noch eine Frage mitgebracht, und zwar von Petz, der eine Frage zum Spiel am Sonntag hat, und zwar, wie schwer wird es sein, das Spiel mental anzugehen? Stichwort leichte Schulter. Ja, ich glaube, ich habe vorhin schon kurz angedeutet, also leichte Schulter ist bei uns sowieso nicht, können wir uns gar nicht erlauben, sind wir noch lange nicht so weit und werden auch noch nicht so weit sein. Also ich bin nie ein Freund davon, jemanden auf die leichte Schulter zu nehmen oder jemanden zu unterschätzen oder nicht ernst zu nehmen, und Luckenwalde schon dreimal nicht, weil wir es ja auch gesagt haben, wir kennen sie jetzt schon länger aus den letzten Jahren auch, wo wir immer wieder auf sie getreten sind und da auch immer wieder unsere Probleme hatten. Dementsprechend auch gerade in Luckenwalde ist es unangenehm zu spielen, extrem schwer. Deswegen wird das uns nicht passieren, dass wir sie auf die leichte Schulter nehmen, sondern dieses Spiel wie alle anderen auch sehr seriös angehen. Wir haben sie beobachten lassen, wir haben sie analysiert, wir sind in der Trainingswoche jetzt schon auf sie eingegangen. Auch heute Morgen werden wir nochmal intensiv auf sie eingehen, um dann wirklich auch jedem wieder was an die Hand zu geben, dass jeder weiß, was auf ihn zukommt, kommt, und was wir natürlich für einen Plan haben, ist ja auch ganz wichtig. Von daher, werden wir das total seriös angehen und haben da nichts zu verschenken, sondern wir wollen auf unserer Seite weiter fleißig Punkte sammeln. Wir wollen natürlich diesen Lauf, den wir gerade haben, wollen wir natürlich fortsetzen. Wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben, wie gesagt, wichtige Punkte sammeln, wissen um die Schwierigkeit, und von daher bin ich überzeugt, dass die Jungs sehen es genauso, und auch, wie gesagt, momentan, die Stimmung ist super, die Konzentration ist hoch, der Wille ist hoch, die Einstellung ist komplett da, jedes Spiel von neu anzugehen, top anzugehen, um jedes Spiel auch möglichst zu gewinnen. Und dementsprechend bin ich auch davon überzeugt, dass wir dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen werden, sondern das, so wie die letzten Spiele oder letzten Wochen getan haben, jeden Gegner ernst zu nehmen, jeden Gegner von Anfang an versuchen zu bekämpfen, zu bearbeiten, um dann halt hoffentlich mit mindestens einen Punkt dann wieder nach Erfurt zu fahren. Dankeschön. Gibt es Fragen der anwesenden Medien- und Pressevertreter? Marco Alles für die Thüringer Allgemeine. Fabian Plauen musste auf Lukas Zeller verzichten, verletzungsbedingt. Wie ist der Stand bei ihm? Wie geht es ihm? Wie sieht es für Sonntag aus? Und dann fällt ja mit Andy Drübenbach ein Spieler gelb gesperrt aus. Wer wäre denn die erste Option, ihn zu ersetzen? Ja, bei Lukas sieht es gut aus, ist die Woche wieder ins Training eingestiegen, ganz normal, hatte nur noch leichtere Probleme. Wie gesagt, letzte Woche ging es leider noch nicht, aber deswegen war es auch gut, dass wir ihn da noch nicht eingesetzt haben in Plauen. Hat er dann noch ein paar Tage mehr Zeit, sein Knie da ein bisschen zu regenerieren, und war auch gut so, und dementsprechend konnte er die Woche
wieder voll mitmachen. Und bezüglich Trübe, klar, ist gelb gesperrt, fünfte gelbe Karte bekommen. Ja, wer das dann lösen wird oder wer das spielen wird, schauen wir uns mal an. Wissen wir noch nicht so genau. Haben morgen ja auch noch ein Training, ein Abschlusstraining, wo wir noch mal ein bisschen drauf achten und drauf hinschauen werden. Aber da gibt es genügend Kandidaten, die auf jeden Fall sich da auch aufdrängen, die heiß sind, die fit sind, die spielen wollen und das dementsprechend dann auch ja, am Sonntag zeigen können. Gibt es in Sachen Marco Wolf Reaktionen mittlerweile vom NOFV oder vom Sportgericht, inwieweit da euch was erwartet oder was erwartet? Ja, das ist der letzte Stand, dass heute Abend wohl noch eine Entscheidung getroffen wird. Deswegen warten wir jetzt auch noch drauf, was da entschieden wird. Ich hoffe natürlich, dass es keine Sperre nach sich zieht, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, weil für mich da außer die unglückliche Aussage nach dem Spiel sonst kein Fehlverhalten da war, also sprich Schwalbe, sondern dass er da getroffen worden ist und der Elfmeter dementsprechend auch berechtigt war. Wie gesagt, müssen wir jetzt abwarten. Wir sind heute Abend wahrscheinlich schlauer. Ich hätte eine Frage an Pascal. Du hast letzte Saison schon ein paar Spiele gemacht, bist da in dieser großen Diskussion am Ende der Sieger gewesen, hast relativ schnell für relativ lange deinen Vertrag verlängert und hast dann natürlich auch wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass Lorenz Otto kommt. Jetzt bist du aus der U19 raus. Also, um das mal kurz zu sagen, dass du spielst, ist jetzt nicht das Allerwahrscheinlichste, wenn Lorenz Otto sich nicht verletzt. Hast du dir das so vorgestellt? Was ist deine Perspektive? Wo willst du dich weiterentwickeln, wenn du nicht spielst? Das ist eine berechtigte Frage. Es wurde von Anfang an klar kommuniziert, dass ja, wir noch einen erfahreneren Keeper holen als mich und er dann auch wahrscheinlich die Nummer 1 ist und ich dann hinter ihm die Nummer 2. Also das wusste ich im Vorhinein schon. Und ja, durch die Trainingseinheiten, durch das Torwarttraining mit Patrick und den Konkurrenzkampf mit Lorenz kann ich mich im Training weiterentwickeln. Klar, ist das jetzt kein Vergleich zu einer regelmäßiger Spielpraxis, aber das ist leider das Leid des jungen Torhüters und genau da, ja, gebe ich einfach mein Bestes im Training und wenn die Möglichkeit besteht, dann irgendwann mal zu spielen, wenn Lorenz mal verletzt ist oder krank ist, dann, ja, zeige ich da, was ich kann und eventuell im Sommer müssen wir mit den Trainern reden oder generell vielleicht eine Möglichkeit mit einer Leihe zu einem unterklassigeren Verein und da dann, ja, Spielpraxis zu sammeln, aber das alles noch Zukunftsmusik. Ich konzentriere mich jetzt aufs Training und, ja, gebe da alles, um mich weiterhin zu entwickeln. Kann der Trainer vielleicht auch nochmal was dazu sagen, jetzt gerade auf die Leihe, was er jetzt selber anspricht. Also es kann ja auch nur in eurem Interesse sein, dass er tatsächlich auch Spielpraxis kriegt. Ja, ich bin immer ein Freund von Spielpraxis, ne, gerade bei jungen Spielern. Aber klar, Torhüterposition ist immer nochmal eine spezielle Position, glaube ich. Pascal hat es richtig gesagt, es wurde ja immer offen, ehrlich kommuniziert mit ihm, auch mit den anderen Torhütern vorher oder die uns verlassen haben. Wir sind sehr zufrieden mit Pascal, er macht eine riesen Entwicklung durch jetzt gerade und auch die letzten Jahre schon, seit er bei uns ist. Wir haben ihn ja relativ frühzeitig schon auch als Jugendspieler zu uns hochgezogen und ins erste Männermannschaftstraining genommen, weil einfach das wichtig ist für ihn, dieses Training mit Patrick, das Training mit der ersten Männermannschaft, um sich da weiterzuentwickeln, also da auf höchstem Niveau da schon mittrainieren zu können und sich zu verbessern. Aber ja, ich glaube, es ist kein Einzelfall bei uns, dass ein junger Torwart sich auch erstmal hinten anstellen muss, dass er vielleicht auch jetzt erstmal auf der Bank sitzt und ja, diese Spielpraxis jetzt im ersten Moment vielleicht nicht da ist, aber trotzdem dieses tägliche Lernen, was er auch gesagt hat, im Training oder mit Patrick als Torwarttrainer im Konkurrenzkampf. Du kannst dich natürlich auch als Spieler oder als Torwart in dem Fall immer auch was von deinem Konkurrenten oder Mitspieler ja, auch abschauen, auch lernen.
Das ist wichtig. Und Pascal ist ein sehr cleverer Junge, der da auch sehr fleißig ist, sich da verbessern möchte, lernen möchte. Und dementsprechend hört er immer zu, schaut zu, weil er halt, wie gesagt, die nächsten Schritte gehen möchte und auch ganz sicher gehen wird. Und bezüglich der Leihe, ja, da glaube ich, brauchen wir uns heute noch keine Gedanken machen. Wir sind erstmal froh, dass wir ja, zwei sehr, sehr gute Torhüter haben, plus die Jungs, die wir immer noch dabei haben, aus U19 oder U17, so schon im Torwarttraining dabei sind und schon langsam auch heranführen. Also von da, das klappt sehr, sehr gut und da sind wir sehr, sehr zufrieden. Und ja, was dann vielleicht im Sommer passiert bezüglich Leihe, muss man gucken. Na, da brauchen wir auch erstmal wieder dann ja, eine Option B oder eine gute Lösung. Aktuell, wie gesagt, hat Pascal unser hundertprozentiges Vertrauen, wie er auch sagt, falls mal was sein sollte mit Lorenz, haben wir null Bauchschmerzen, ihn reinzuschmeißen, dass er spielt, weil er zeigt ja tagtäglich, welches Talent und welche Qualität er hat. Und von da ja, sind wir froh, dass es so ist und dann schauen wir einfach mal weiter, was die Zukunft bringt. Gibt es weitere Fragen? Marco, alles. Pascal, mal grundsätzlich, wie ist das Verhältnis zu Lorenz? Pusht ihr euch gegenseitig viel? Sprecht ihr viel miteinander über bestimmte Dinge? Oder wird nur das gemacht, was der Torwarttrainer sagt? Lorenz und ich, wir verstehen uns gut. Wir pushen uns gegenseitig im Training auch immer. Auch mit Patrick machen wir mal die ein oder anderen Challenges, um uns da, ja, gegenseitig herauszufordern und das macht eine Menge Spaß und ja, ich hole mir auch mal ab und zu den ein oder anderen Tipp von Lorenz oder wir tauschen uns auch regelmäßig aus, genau, und ich bin auch bei der Videoanalyse mit dabei und da kommunizieren wir zu dritt auch immer, also da, ja, herrscht ein reger Austausch und ja, ich und Lorenz verstehen uns gut. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für das Interesse an der Pressekonferenz. Auch ein großes Dankeschön an das Dubliner Irish Pub, dass wir unsere Pressekonferenz hier austragen durften. Und ein kleiner Hinweis, die Funke Mediengruppe überträgt das Spiel am Sonntag live. Und für alle, die hier in Erfurt sind, im Pub Molly's Malone wird das Spiel auch übertragen. Und damit wünsche ich allen Rot-Weißen einen erfolgreichen Spieltag.